Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zur Gymnastik für Frühaufsteher. Bist du Frühaufsteher? Wenn nicht, mach das nicht. Du kannst diese Gymnastik natürlich jederzeit im Laufe des Tages machen. Wir starten sofort mit Bewegung und stellen uns hüftschmal auf, atmen einige Male ganz tief durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus, nochmal ein, nimm gleich die Schultern mit nach oben. Und aus, nach hinten, unten ziehen, nochmal einatmen und ausatmen. Sauerstoff tanken, zweimal noch. Wir können richtig Energie sammeln, wenn wir uns gleich in der Früh bewegen. Und jetzt nimmst du beide Arme nach oben und streckst dich, bewegst alle Gelenke, deine Handrücken, deine Handflächen. Beug deine Finger, deine Knie, nimm dein Becken mit in die Bewegung und auch deine Wirbelsäule. So können wir wirklich richtig wach und frisch werden. Körper und Geist erfrischen. Und dann kommst du wieder zurück, schüttelst dich aus, locker dich aus, deine Handgelenke. Deine Knie schütteln, den ganzen Körper durchlockern. Aktiviere alle Rezeptoren innerhalb der Faszien. Nimm dann gleich dein rechtes Knie hoch, dreh es aus und stell wieder ab. Und das Ganze auch links. Deine Hüftgelenke mobilisieren. Rück, so ein bisschen größer werden. Darfst auch zur Seite stellen. Spür auch den Unterschied zwischen rechts und links. Meistens ist eine Hüfte freier, beweglich. Mach immer so mit, wie du dich wohlfühlst. Alles ist richtig. Wenn wir uns in der Früh schon bewegt haben, dann können wir mit einem richtig guten Gewissen in den Tag starten und fühlen uns auch automatisch so richtig wohl in unserer Haut. Jetzt wirst du kleiner und rollst dann deine Füße am Boden ab, von der Fußspitze auf die Ferse. Beweg jetzt deine Zehen, deinen Fußrücken nach vorne schieben. So aktivierst du auch gleich deine Waden. Und das sind die Venenpumpen, die jetzt auch das Blut in den Körperkreislauf zurückpumpen. Also auch gegen schwere Beine eine wunderbare Übung. Mach nur weiter, ich drehe mich wieder zu dir. Und das Ganze jetzt mit den Knien nach außen. So hast du deine Hüftgelenke auch nochmal in Bewegung. Aufrichten. Wenn wir aufrecht sind, dann hebt sich auch unsere Laune, sind wir besser gelaunt. Immer mal wieder dran denken, im Laufe des Tages sich aufzurichten. Jetzt die Füße nach rechts und links abrollen, hin und her. Dann hast du wieder die Hüftgelenke dabei, Fußgelenke, Kniegelenke. Und jetzt darfst du auch deine Arme um den Körper herumschwingen, nach rechts, nach links, deine Wirbelsäule in die Rotation mitnehmen. Da werden dann die Bandscheiben ernährt, das ist auch wichtig. Die Puffer zwischen unseren Wirbelkörpern. Für unsere Rückengesundheit natürlich sehr wichtig. Die Knie schiebst du immer in Richtung Fußspitzen. Und dann wirst du etwas schneller. Die Arme werden kleiner. Hin und her verlagern. So, dass unser Herz-Kreislauf-System auch aktiv wird. Jetzt machst du einen Schritt nach rechts und links. Werde langsamer. Schritt rechts, Schritt links. Richtig groß machen den Schritt. Mach ihn dreimal jetzt, einmal, zweimal und dann halte hier
Und einmal, zweimal, halte hier, gut. Einmal, zweimal, halten. Und wenn du jetzt hältst, dann nimmst du dein Knie hochhalten. Und einmal, zweimal, Knie hoch. Gut. Rhythmisierung brauchen wir im Alltag. Jeder Schritt, jede Bewegung, wenn wir rhythmisch ausführen, halten, dann sieht das jugendlich aus. Halten, trainiert natürlich unsere Koordination. Halten. Jetzt schau mal, ich gehe nach rechts, gehe nach links und halten und ab. Gehe nach links, gehe nach rechts und halten und ab. Nochmal. So richtig anspannen die Arme, richtig auseinanderschieben. Hin, her, halten und ab. Hin, her, halten und ab. Gut. Hin, halten, her. Schau mal und ab. Hin, probier es. Kreuzen und wieder runter. Hin, her, kreuzen, runter. Probier es. Wenn es nicht klappt, dann können wir uns eigentlich freuen, denn dann trainieren wir, dann bilden sich neue Synapsen zwischen unseren Gehirnzellen. Und solche Übungen machen auch unser Gehirn wirklich wach. Und natürlich den Körper, oder? Gleichgewicht trainieren wir hier. Kreuzen und ab. Nein, nochmal. Letzten zwei noch, oder? Einmal. Letztes Mal. Hin, her, kreuzen. Stopp. In eine hüftbreite Position. Rücken ein bisschen breiter als deine Hüftgelenke. Setz dich nach hinten unten, als wolltest du dich jetzt auf einen Stuhl setzen. Rück die Arme nach vorne. Beinkraft. Ganz gerade Rücken. Und hochkommen, Gesäß anspannen. Wenn du tief gehst, darfst du in der Waagrechten sein mit den Oberschenkeln. Wichtig, parallel die Beine zueinander halten, Füße gleichmäßig belastet. Hoch, dein Gesäß schiebt dich nach oben. Beinkraft, die brauchen wir im Alltag. Wenn wir uns rückengerecht irgendwie was aufheben möchten, dann sollten wir das aus den Beinen tun. Und wenn du jetzt nach oben kommst, hebst du ein Knie an. Einmal hoch, halten, nochmal wechseln und halten. Die Balance haben wir schon etwas trainiert. Wirklich wichtig für unsere Stabilisatoren. Natürlich alle Muskeln rund ums Fuß, Knie, Hüftgelenk, aber auch Beckenboden, Bauch- und Rückenmuskulatur. Halte jetzt ein Bein, wenn jetzt rechts oben ist. Gut, kommt der rechte Daumen nach vorne und jetzt zeichnest du eine kleine liegende Acht und versuchst mit den Augen diese Acht zu verfolgen, ohne dass der Kopf sich bewegt. Stopp, alle Sinne aktiv, halte, nimm das Bein zurück, nimm den Arm nach vorne, streck dich ganz lang. Schau mal, Becken ist parallel zum Boden. Und jetzt zieh dein Knie ran und nimm den Arm gebeugt, Ellbogen, Knie. Nochmal Länge, lang, kannst auch hinten tippen, Rückenstrecker spüren, rund werden. Nochmal Länge. Noch einmal dein Tempo und auflösen, aufrichten, Standbein lockern,
Und noch mehr tief und hoch. Eben den Squat nach unten. Knie anheben, halten und wechseln. Nochmal tief. Knie hoch. Und nochmal tief. Knie hoch. Halte jetzt oben, wenn du oben bist. Stopp. Selbe Daumen nach vorne. Liegende 8 zeichnen. Mit den Augen verfolgen. Bringt dich bestimmt aus der Balance, oder? Ist gut so. So wie mich. Reaktionsschnelligkeit, stopp. Bein nach hinten, Arm nach vorne. Lang werden. Becken parallel zum Boden. Und rund, Ellbogen Richtung Knie. Nochmal Länge. Noch einmal, Länge, rund werden und aufrichten. Aufrichten, Schultern zurückziehen, hin und her Gewicht verlagern und die Arme wirklich locker schwingen von rechts nach links. Lass locker. So, Beinkraft haben wir schon gespürt, oder? Nimm nur den rechten Arm jetzt seitlich. So, und dann halte, stopp. Nimm das Bein gleich mit in die Diagonale. Versuch deinen Oberkörper diagonal zu bewegen, seitliche Rumpfmuskeln spüren, komm dann wieder zurück zur Mitte, richte dich auf. Nochmal, seitlich, Bauch spüren und zur Mitte. Gleich nochmal. Machst immer so mit, wie es für dich okay ist. Letztes Mal noch. Zur Mitte kommen und den anderen Arm schwingen locker. Super. Halte oben. Stopp. Beinrück anheben, genau. Seitlich bewegen. Bauchnabel nach innen ziehen und wieder zur Mitte zurück. Nochmal. Lass dir ruhig Zeit. Atmen. Wieder zur Mitte kommen, jetzt stellst du dich weiter in die Grätsche, löst den Arm, lässt nochmal so richtig locker, spür deine tiefe Rumpfmuskulatur, die Muskeln, die dich wirklich aufrichten, stabilisieren. Lass deine Schultern jetzt ganz tief nach unten fallen. Nimm nochmal beide Handballen aneinander, Schultern entspannen und rüttel deinen Oberkörper. So diese kleinen, schnellen Bewegungen aktivierst du alle Muskeln, die rund um deine Wirbelsäule aktiv werden.
den tiefen Bauchmuskel, den Beckenboden. Und jetzt heb deine Fersen mal ganz leicht vom Boden ab, wenn es geht. 7, 6, 5, 4, 3, 2, halten, Knie strecken, Arme strecken, halte, stolz, aufrecht, Fersen sind in der Luft, sehr gut, wieder absetzen, auslockern, Beine hüftschmal schließen, einatmen, Länge, sehr fleißig, ausatmen, lass dich fallen, einatmen, Länge, aus, ein und nochmal aus, halte oben, streck und reckel dich, zieh dich lang, sehr fleißig. Ich hoffe, du bist wach und frisch, voller Energie für den Tag. Locker dich aus, denk öfters an deine Haltung, schüttel dich vielleicht ab und zu mal, das gibt so richtig Energie, und stell dich vielleicht ab und zu mal auf ein Bein, wenn du irgendwo warten musst, ganz unauffällig, oder beim Zähneputzen oder beim Telefonieren, wann auch immer du Zeit findest und daran denkst, dass die Schultern nach hinten unten fallen. Entspanne dich. Vielen Dank fürs Mitmachen. Sehr schön. Wenn du noch mehr Videos suchst, dann kannst du gerne mal auf meinen Kanal gehen, da einfach in die Playlists reinschauen. Da habe ich alle Videos nach Themen geordnet. Findest du dich vielleicht ganz gut zurecht. Du kannst aber auch in die Suchzeile von YouTube einfach eingeben, was du suchst. Vielleicht Gabi Fastner, Arme oder so, oder Bauch oder Rücken oder was auch immer. Dann findest du auch Videos, die dir gefallen könnten. Wenn du Lust hast, kannst du meine Arbeit unterstützen. Danke dir. Den Link findest du unter dem Video, der heißt Deine Unterstützung. Du kannst aber auch kostenfrei meinen Kanal abonnieren. Vielleicht hast du auch Lust, die Videos weiter zu empfehlen, sie irgendwie weiterzuleiten. Oder wir sehen uns ganz einfach so bei unserem nächsten gemeinsamen Training. Ich freue mich. Bis dann.